Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem kurzen Infovideo. Und zwar wollte ich euch nur Bescheid geben, dass es eine Änderung gibt im Uploadplan. Und zwar werden die Train Simulator Folgen und die Omsi Folgen erst am Wochenende kommen, aus privaten Gründen. Und deswegen wird es jetzt erstmal Mittwoch und Donnerstag kein Video geben. Damit es aber nicht komplett ausfällt, wird das Ganze verschoben, sodass die Train Simulator Folge am Freitag kommt, die Omsi Folge am Samstag und die andere Train Simulator Folge auch dann halt am Sonntag. Somit fällt quasi nichts aus, es ist halt nur verschoben. Und ich denke mal, dass es nächste Woche wieder reibungslos laufen wird, weil diese Woche ist echt beschissen gerade und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, irgendwas aufzunehmen. Also da bitte ich nochmal um Entschuldigung, weil ich habe keinen Bock, irgendwas aufzunehmen, wo ich keine Lust habe. Und das merkt man dann auch im Video und das ist dann auch wiederum beschissen. Und das Video wäre dann auch für den Arsch. So, auf jeden Fall die Info, dass es halt am Freitag ein Video gibt. Und halt jetzt bis Donnerstag kein Video kommt. So. Außerdem kommt am Freitag ein Omsi 2 Livestream. Und zwar mache ich mit bei der Berlin X10 Leitstellenfahrt. Beginn ab 18 Uhr. Streambeginn ab 18:10 Uhr. Und am Sonntag ebenfalls eine Leitstellenfahrt auf Lemmental V3. Bereits ab 16 Uhr. Stream beginnt dann um 16:10 Uhr. Ich kann jeden empfehlen, mitzumachen, die dort Zeit haben. Es wird ein geiler Abend auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass ich wieder nicht Haufen Verspätung kassiere. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmachen würdet, ne? Und ne? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da ja mitmacht oder die halt nicht können, zuschaut. Ja, wie macht man eigentlich mit bei der Leitstellenfahrt? Das ist ganz einfach. Ihr braucht TeamSpeak. Ja. Dann geht ihr auf Verbinden und dann gebt ihr hier ein ts3.omsi-leitstelle.de und vor eurem Nickname müsst ihr eine Klammer eingeben und eure Fahrernummer. Klammer wieder zu. Und dann müsst ihr einfach nur auf Verbinden gehen. Es ist immer wichtig, Fahrernummer mit einzutragen. Das ist wichtig, damit die Leitstelle klarkommt und weiß, okay, Fahrer 1994 ist Trainer um CTV. Ne? Also mal schön Fahrernummer da vorsetzen. So. Ihr könnt zugegen bereits schon ab 17:30 Uhr auf den TS kommen oder schon ab 16 Uhr. Ich denke mal, ab 17:30 Uhr werden noch die Leitstellenräume geöffnet. Wenn ihr einfach verbinden geht, Verbunden. dann machen wir mal Kunden kurz Dings aus. deaktiviert. Und wenn ihr dann drauf seid, auf dem Server, dann geht ihr einfach in den Handy Warteraum switcht an. und dann wartet ihr da. Das Ganze, ja. Ja, da werden noch andere Leute kommen. Und ab 18 Uhr kommt dann die Leitstelle zu euch runter und dann fragt die Leitstelle euch, welche Linie ihr gerne fahren wollt und dann schiebt euch die Leitstelle automatisch in den Handy geswitcht. Leitstellenraum. Wenn ihr keine Lust mehr habt zu fahren, sagt es bitte der Leitstelle Bescheid, dass ihr gerne kurz Pause machen wollt oder beenden wollt. Es ist wichtig, immer Bescheid zu sagen, damit die Leitstelle weiß, okay, der möchte jetzt nicht mehr fahren, den kann ich jetzt austragen. Wenn ihr sagt, ich möchte jetzt meine Pause in den Pausenraum verbringen, dann geht bitte in den Pausenraum, sagt aber bitte vorher Bescheid. Sagt einfach hier, Leitstelle, ich möchte gerne in den Pausenraum gehen, weil ich noch Pause habe. Und wenn die Bescheid weiß, dann geht ihr in den Handy geswitcht. Pausenraum. So, das Ganze ist auch bei Lintel V3 so. Kurz vor 16 Uhr könnt ihr schon in den Warteraum Handy gehen geswitcht. und dann wartet ihr halt dort bis 16 Uhr. Dann kommt die Leitstelle, verteilt in die Linien. Ihr könnt auch eure Wunschlinie sagen, wenn sie gerade noch verfügbar ist. Und ja, so läuft das eigentlich ab. Und es ist auch ganz einfach und es macht doch sehr viel Spaß. Ja, es ist nicht nur Berlin X10 und Lemmental V3 Leitstellenfahrt. Es gibt auch am 16.02. Städte 3 Leitstellenfahrt.
und am 18.02. Hamburg Hafen City Leitstellenfahrt. Die werde ich auch streamen. Mehr ist momentan noch nicht geplant, aber vielleicht kommt da noch was, man weiß es nicht. Und ja, falls euch fragt, wie die Leitstelle macht, also Berlin X10 macht der Henk und der Niklas, es werden zwei Leitstellen geben, wahrscheinlich für Berlin X10, einmal für, ja, diejenigen, die BVG fahren und einmal dem Privatunternehmen auf Berlin X10 irgendwie. Und ja, da macht dann halt der Niklas. Städtedreieck macht denn der liebe Timo. Auf Lemmental macht der Marcel. Am Hamburg Hafen City macht der liebe Justin. Der Beste kommt meistens immer zum Schluss ein. Ja, so läuft das eigentlich ab und ist eigentlich auch ganz einfach, ne? Kann ich nur jedem empfehlen und ja. Das war's eigentlich schon, ne? Also ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet, ne? Und ja, wie gesagt, hier nochmal die kurze Info, dass erst ab Freitag wieder ein Let's Play kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch nur noch einen schönen Dienstag. Ich werde jetzt die Tage die ganzen Kommentare durchlesen und auch wirklich beantworten. Jemand hat da noch eine Frage gestellt wegen ein Tutorial wegen den ganzen Rendern vom Livestream. Ich denke mir ja mein Tippi-Stream. Dazu wird auch noch ein Tutorial kommen. Ich denke mal so nächste Woche wird es kommen, weil da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Kann mich auch damit beschäftigen. Und ja, dann werde ich nochmal die ganzen Kommentare durchlesen, falls da noch jemand ein Tutorial-Wunsch hatte. Für OMSI 2 oder Train Simulator. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns am Freitag ab 14 Uhr wieder in einer neuen Train Simulator Folge. Und für diejenigen, die gerne OMSI 2 sehen, hören wir uns Freitag 18:10 Uhr live auf YouTube wieder. In diesem Sinne, macht's gut, euer Train OMSI TV. Tschüss.